Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ihr hier hören werdet, ist ein kleines Segment aus Folge 204 des Trotzdem hier Podcastes. Es geht dabei um die Vorfälle vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart, als die Polizei den Auswärtsfans einmal wieder das Leben schwer gemacht hat. Das haben wir alles aus Folge 204 rausgeklippt. Wer also diese Folge schon gehört hat, der kennt auch dieses Segment schon. Aber wir fanden es so wichtig, dass man das Ganze auch ein bisschen exponierter darstellt und wollten das nicht nur in der Podcast-Folge verstecken. Deswegen habe ich es nochmal als eigenen Clip rausgeschnitten. Würden uns freuen, wenn ihr das Video anhört, teilt und liked und gerne die Kunde verbreitet, dass wir da hier drüber gesprochen haben, damit dieses Thema auch ein bisschen Öffentlichkeit erfährt. Also jetzt los geht's, Mats ab und Intro. Trotzdem seid ihr hier, Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem. Ich versuche mal, diese Ereignisse zusammenzufassen und alles, was ich vergesse oder falsch wiedergebe, dürft ihr beiden dann korrigieren. Mein Kenntnisstand ist, dass unter anderem, es sind mehrere Dinge passiert, aber ein Ding war eben, dass Busse von FC-Fans, von Auswärtsfahrern, von der Polizei in Baden-Württemberg auf irgendeinen Rasthofparkplatz oder irgendeinen, weiß ich nicht, Innenstadtparkplatz geleitet worden sind und dann dort eine verdachtsunabhängige Kontrolle hätte stattfinden sollen, die aber so getimt war, dass klar war, also den Anpfiff wird man dann nicht mehr erleben, wenn man da jetzt erst anfängt, kontrolliert zu werden. Ja, und so hat man sich halt dieser verdachtsunabhängigen Durchsuchung entzogen und hat lieber die Rückreise angetreten, was die Polizei dann nach einer ganzen Weile des Wartens eskortiert hat und den Leuten einfach nicht die Möglichkeit gegeben hat, diesen Bus mal zu verlassen. Insgesamt war das dann so, dass man die Autobahn auch nicht per Abfahrt verlassen konnte, weil dann andere Polizisten in anderen Bundesländern übernommen haben. Und so hat man unterm Strich um die 9 Stunden in diesem Bus verbracht, ohne die Gelegenheit mal rauszukommen und sich irgendwie bewegen zu dürfen. Ich hoffe, die hatten eine Bordtoilette, das weiß ich nicht, aber wenn nicht, wäre es noch krasser. Das war aber auch nur ein Teil. Ein anderer war natürlich wieder der, dass, also es gab keinen Anlass dafür. Es gab jetzt nicht irgendwie Verdachtsmomente oder szenekundige Beamte haben berichtet, dass da das oder jenes oder so geschmuggelt werden soll oder weiß der Geier. Es wurde sich Was berufen auf. hat Taubi dazu gesagt, ist die Frage eigentlich. Es kommen gewaltbereite Fans aus Stuttgart, die wissen noch nicht, auf welcher Seite sie stehen. Ja. Ja, weiterhin muss man noch erwähnen, dass Vorfälle im Mai des vergangenen Jahres als Begründung herangezogen worden sind. Zumindest Daniel und ich, wir waren beide unabhängig voneinander bei dem Spiel und können berichten, da waren keine Vorfälle, also keine, die von FC-Fans ausgingen. Jo, da war ein bisschen Rauch, da war ein bisschen Pyro, aber das ist ja normal. Also das rechtfertigt noch nicht, so viel Steuergelder in so einen Polizeieinsatz zu stecken und Fußballfans mal wieder zu kriminalisieren. Denn dazu kam auch, dass wohl vor dem Stadion, also für diejenigen, die sich da bis dahin durchgeschlagen haben, wurde man dann vor Ort mit Wasserwerfern und Maschinenpistolen begrüßt, ne? Wie an jedem Flughafen inzwischen Usus ist, wo man Terrorgefahr erwartet, scheint man da Fußballfans in eine ähnliche Kategorie gesteckt zu haben. Und unterm Strich haben, glaube ich, rund 500 Fans den Anpfiff nicht im Stadion erleben können, respektive das ganze Spiel gar nicht im Stadion sehen können, sondern mussten es auf der Autobahn verbringen. Ja. Und das halt, wie gesagt, ne, ohne einen konkreten Vorwand, ohne Anlass, einfach nur, weil man mal wieder Fußballfans kriminalisieren wollte. Habe ich da was vergessen oder wollt ihr irgendwas anderes darstellen? Also, ich finde ja, was man erstmal sagen muss, du hast es ja schon richtig gesagt, wir beide waren letztes Jahr da im Mai, in einem wunderschönen Sommertag, schweineheiß, in bester Absicht, Europa im Rücken. Das
absolute Kackspiel, wo sich der VfB auch noch in letzter Sekunde rettet. Ja, also alles in allem nicht geil. Ja, und ich finde, wer da echt um seine Gesundheit fürchten musste, das waren eigentlich die FC-Fans. Wir haben da gerade in der Vorbesprechung schon drüber gesprochen. Also wenn ich mal rekapituliere, ich bin mit dem Zug hingefahren. Gut, Zug halt, es ging also nichts. Wir sind stehen geblieben. Mannheim, schaffen wir noch den Anstoß und die ganzen Geschichten. Dann sind wir in Stuttgart 21 quasi angekommen. Da war auch niemand, der irgendwie geleitet hat, der mal aufgepasst hat. Da sind einfach die FC-Fans angekommen. War ja noch angenehm, wenig oder gar keine Polizeipräsenz. Man ist halt in irgendeinen Zug gestiegen, der ist irgendwo hingefahren. Da bin ich irgendwie in diesem Kantsch, also da, wo die Ultras auch aussteigen vom VfB, bin ich irgendwie rausgespült worden. Da war auch keine Polizei, da sind wir dann einfach so quer durchgelaufen. Das war auch okay. Es gab wenig Theater, aber kurz vorm Stadion stand der Polizist, hat gesagt, nö, ihr könnt da nicht weitergehen, ihr müsst da so links rumgehen. Und hat uns in so ein komplett verlassenes Industriegebiet geleitet, wo man über so Wiesen laufen musste. Und da hat es ja auch dann nachher Übergriffe gegeben auf FC-Fans. Man war auch völlig schutzlos, war auch keine Polizei weit und breit. Man war einfach allein auf so einer Wiese, ne? Sehr unangenehmes Gefühl. Und dann ist man auf den Einlass vom Gästeblock zugekommen. Dennis, kannst du ja auch nochmal gleich was zu sagen. Es ist leicht abschüssig, geht's auf diesen Eingang zu. Und da eingangs sind, meine ich, 5 Drehtore, aber nicht Drehtore wie Nizza, die da relativ schnell, sag ich mal, bei Andrang gewichen sind, sondern das sind so ganz hohe, körperhohe Drehtüren mit ganz vielen Stangen da drin, wo man sich quasi so reindrehen muss, wie so eine Hotdog-Wurst in so einem Drehteil rumgedreht wird. Da gab's, wer sich erinnert, es gab Handy-Tickets, die musste man scannen. Und dummerweise war es halt so, dass diese Tore, wenn man das gescannt hat, die musste man nur so einen Zentimeter bewegen, aber nicht sofort durchgehen, weil jemand dagegen kommt. Dann hat das Tor direkt wieder gesperrt und hat gesagt, Ticket entwertet. Und dann kam er halt nicht mehr rein. Da waren 3 überforderte studentische Hilfskräfte, die das Tor überwachen sollten. So, und dann standen 1000 Leute und kamen nicht rein. Es wurde geschoben, es ging ja auch bergab. Und es war sehr große Unruhe, es war sehr heiß und es gab nichts zu trinken. Und es wurde halt geschoben und es gab Leute, die kleiner waren, die konnten halt schlecht atmen. Ich hatte so ein bisschen Love Parade Vibes, nicht ganz so schlimm. Aber irgendwann, ich bin halt irgendwie reingekommen und dann haben die einfach gesagt, ja, Tore gehen jetzt nicht mehr und wir gehen jetzt. So, und dann wurde es halt echt laut und panisch. Ich war gerade drin, dann sind Leute über die Zäune geklettert. Ich glaube, am Ende sind irgendwie alle unverletzt reingekommen, aber ich fand es völlig irre, dass sowas überhaupt möglich ist noch nach der Love Parade, dass man die Leute in so einen Kessel drückt von oben und dass da auch kein Tor ist, was man aufmacht oder so bei solchen Situationen. Ja, und da gab es halt Rauch und keine Ahnung was. Und ich muss auch sagen, ihr erinnert euch vielleicht dran, dass nach dem Spiel beim Platzsturm, das ist mir nämlich noch eingefallen, dass da jemand kollabiert ist von den Stuttgarter Fans, der von seinen eigenen Kumpels irgendwie K.O. geschlagen wurde, direkt vom Kölner Fanblock, wo der dann wirklich mit dem Notarzt und mit ich will jetzt nicht in Reanimationsmaßnahmen, aber das war schon crazy. Das ging 20 Minuten. Und die ganze Szene und alle, die da waren, haben sofort da alles eingestellt, haben irgendwie da geholfen und so. Und naja, als Dank wird man mit dem Maschinengewehr begrüßt, ne? Es ist halt eigentlich, ich habe das gestern auch schon bei Twitter geschrieben, was so man als in Anführungszeichen normaler Fußballfan. Also wir drei sind jetzt alle nicht ultra nah. Und Kategorie C oder was auch immer. Aber selbst was wir schon alles erleben mussten, bei einem normalen Scheiß-Auswärtsspiel, da würde jeder vor Bundestag sitzen, wenn man das bei irgendeinem Theaterbesuch oder was auch immer erleben würde. Natürlich gibt es beim Fußball auch Sachen, wo ich denke so, krass. Also ich weiß nicht, ob wir über die Sache sprechen wollen, die da gestern Abend in Schalke passiert ist, aber Das ist schon Wahnsinn, was man als normal sterblicher Fußballfan über sich ergehen lassen muss und mit welcher Selbstverständlichkeit auch die Polizisten sagen können, ja, hier, wir durchsuchen euch erstmal, weil wir haben ja Kontakt zu den aktiven Fans aufgenommen und haben da vom Shell auch Feedback bekommen, was wir hier nicht abspielen werden, aber zumindest wissen wir, worum es geht. Und der hat einfach gesagt, wir haben uns dazu entschlossen, nicht diese Untersuchung machen zu lassen. Einfach, weil wir das nicht einsehen, weil wir haben nichts gemacht, auf der Fahrt ist nichts passiert. Wir sind da ganz friedlich hingekommen. Und wenn man dann sagt, ja, die FC-Fans haben in der letzten Zeit irgendwie durch diverse Dinge aufgefallen. Ja, ey. Also, dann ist es, als wenn ich sagen würde, wow,
Irgendeiner in meinem Freundeskreis ist letztes Mal mit zu schnell gefahren worden und der muss den Führerschein abgeben. Ich muss den jetzt präventiv mit abgeben. Also ich find's einfach nur Wahnsinn. Und da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, dass Stuttgart auch irgendwie gesagt hat, ja, hier geschminkte Personen dürfen, karnevalistisch geschminkte Personen dürfen nicht ins Stadion und was auch immer. Ja. Also Ich habe mich auch gefragt, ich meine, Corona ist ja vorbei anscheinend, aber was machst du, wenn du sagst, ich setze eine Maske auf? Das ist mir irgendwie zu heikel, wenn das so ähnlich ist, setze eine Maske auf. Dann ist er wie geschminkt, oder nicht? Also ist das Gesicht verhüllt, da kommt man nicht rein, oder was? Ja, also, es wurden ja Gesichtsbedeckungen explizit verboten. Also streng genommen hätten sie auch FFP2-Masken und so dann nicht zulassen dürfen ins Stadion. Und da hört dann der Spaß auch schon auf, ne? Weil damit verhinderst du ja auch, dass eine gewisse Gruppe von Menschen ins Stadion kommt. Zum Beispiel eben Menschen, die sich besonders schützen müssen oder so. Mhm. Ja, aber muss man auch eben mal zu diesem Thema noch ergänzen. Wir haben das relativ ausführlich in Folge 176 von Trotzdem hier damals besprochen. Damals auch noch mit einer Sprachnachricht von dir, Daniel. Also insofern könnt ihr da noch mal ganz genau reinhören. Ja, ich erinnere mich. Genau, aber auch da habe ich schon gesagt, diese ganze Anreise da in dieses beschissene Stadion in Stuttgart, ist halt komplett nicht barrierefrei, ne? Dass du da alleine so 2 Kilometer über so ein offenes Feld latschen musst, ohne die Chance da irgendwie als Mensch, der nicht so gut gehen kann, und zu der Kategorie gehöre ich ja nun mal, da irgendwie näher ranzukommen an dieses Stadion mit irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel oder so, geht überhaupt nicht. Dann wirst du gezwungen, deine FFP2-Maske abzusetzen. Das ist halt bei allem, was man kritisieren kann und was scheiße ist, auch noch absolut uninklusiv, ne? Die ganze Nummer da für Auswärtsfans. Aber das ist anscheinend so in diesem Bundesstand oder diesem Stadion, weiß ich nicht, scheint ja auch teilweit erwünscht zu sein, da keine Gastfreundschaft aufkommen zu lassen. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass da möglichst wenig Auswärtsfans in Zukunft anreisen. Ja, das haben wir auch schon diskutiert, ob das sozusagen dich so ein bisschen abschrecken soll, diese Experience, nenne ich das mal vorsichtig. Aber nochmal, also ich finde das wirklich, ich fand es wirklich gefährlich und ich hatte jetzt nicht Angst, aber ich fand es unbehaglich beim Einlass. Und ich bin ja relativ groß, so knapp 1,90, und ich hätte mich da vielleicht irgendwie, ich stand da vor so einer Stange, ich hätte da bestimmt irgendwie rausklettern können oder so. Aber ich sag mal, kleinere Menschen, neben mir standen so ein paar Mädels oder so, die sind ein Kopf, also die waren quasi, der Kopf endete an meiner Schulter und alle um mich rum waren sonst leichtlos. Das heißt, wir waren komplett eingeschlossen, dann war es eh ultra heiß, das heißt, die haben eh relativ wenig Sauerstoff gekriegt, die hatten richtig Panik. Und mir ist nicht klar, wie man das heute, dass es überhaupt zulässig ist, so einen Block zu machen. Gerade wenn man weiß, wenn man jetzt voraussetzt, jetzt nehmen wir mal an, ja, stimmt, da gibt's dauernd Theater mit irgendwelchen Auswärtsfans, da kann man da erst recht nicht so eine Einlassanlage bauen. Also, es widerspricht sich, ja. Ja. Ich habe auch so, dieser Tweet ging ja tatsächlich relativ schnell rum, dass da die Busse abgefangen werden und dass da auch dieser Wasserwerferwagen steht und Leute mit Maschinenpistolen. Und selbst wenn die, ich sag mal, die Stuttgart-Fans schreiben, oh, schon wieder, hey, da gehen bei mir schon wieder die ersten Sirenen an und denke schon so, ja, krass, das scheint ja wirklich in Stuttgart gelebte Praxis zu sein und Wahnsinn. Das Lände, Wahnsinn. Ne? Aber jetzt auch mal ganz ehrlich, ich habe ja auch da die Infos gekriegt, die wir über diese ganze Busfahrt bekommen haben. Ne? Sitz mal 10 Stunden im Bus. Ich meine, da wird ja auch das eine oder andere Getränk und die eine oder andere Speise zu sich genommen. Und die durften ja auf den Rückfahrt, wurden ja von der Polizei begleitet bis nach NRW. Ne? Und du durftest keine Pause machen. Ey, warst du schon mal auf so einem Busklo nach 8 Stunden mit 80 stinkenden Fußballfans? Boah, ey, widerlich, ne? Widerlich. Ja, also, ja. Vor allem da jetzt, also jetzt, wenn man sagen möchte, Mensch, wir haben Angst, dass hier diese Fußballfans jetzt hier irgendwie mit anderen Leuten in Kontakt treten. Auch da kann die Polizei Mittel und Wege, also man findet bei der Polizei immer Mittel und Wege bei so Sachen für alles, aber dann zu sagen, jo, pass auf, wir leiten euch jetzt auf einen Parkplatz, wo dann, weiß ich nicht, vorne ein Polizeiwagen steht, hinten einer, und dann seid ihr da, ihr könnt aufs Klo gehen und dann reist ihr bitte weiter. Das hätte man ja machen können. Aber da ist gar kein Interesse dafür da. Da wird nämlich so getan, als ob die allerletzten Menschen da reisen und denen wird das einfach nicht zugestanden. Ich finde das eine Unverschämtheit. Ja, was mich an diesem ganzen Auftritt noch extrem stört, ist, also jetzt, ich bin überhaupt kein Law and Order Typ. Ich fände das noch nicht geil, aber es wäre zumindest stringent, wenn die Polizei in Deutschland bei großen Versammlungen und bei Kundgebungen und bei allem, wo es so Theater geben würde, so auftreten würde.
Das macht sie aber nicht, weil wenn die Vollschwachmaten von der AfD irgendwo rummarschieren und irgendwie irgendwelche Flüchtlinge gejagt werden oder wenn, keine Ahnung, irgendwelche Schwurbler mit Eimer über dem Kopf durch Berlin laufen, da passiert einfach gar nichts. Und wenn du zum FC Köln-Spiel fährst und da jetzt Fan bist, Familienvater mit dem Trikot an, da bist du gleich Kategorie C-Gefährder und wirst mit dem Maschinengewehr und Wasserwerfer begrüßt. Und das ist wirklich unsäglich. Also das ist überhaupt keine Verhältnismäßigkeit. Und jetzt stell dir mal vor, das wird irgendwo anders. Stell dir mal vor, hier, da war doch dieser Typ an einer Oper in Hannover. Habt ihr das mitbekommen? Mit der Hundekotwerfer. Der hat nicht geworfen, der hat seinen Dackel geschmiert. Der hat seinen Dackel Gottfried oder wie der heißt, den hat er eine Tüte scheißen lassen und ist dann reingegangen, hat die Tüte genommen und hat die Scheiße dieser Kritikerin ins Gesicht geschmiert. So, jetzt war da Theater und große Aufruhr. Jetzt glaubst du beim nächsten Opernaufführung stehen da auf einmal Wasserwerfer und Leute mit Maschinengewehren und wenn du eine Tasche drauf hast mit Verdi oder keine Ahnung, Schwansee, da wird erstmal eine Ganzkörperkontrolle gemacht und du wirst erstmal draußen aufgehalten. Dann möchte ich mal sehen, was los ist. Ja. Das wird natürlich niemals passieren, ne? Es ist ein Kategorie C-Dirigent. Ja, da müssen wir besonders aufpassen. Ist jetzt natürlich sehr überspitzt, aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre unvorstellbar. Da würde der Polizei wahrscheinlich der Innenminister gefeuert oder so. Aber nur weil du zum Sport gehst und dann insbesondere zum Fußball und weil 3% halt einen Nagel im Kopf haben und meinen, sie müssen sich mit dem auf den Kopf hauen oder was auch scheiße ist. Ja. So, deswegen werde ich in Kollektivhaft genommen. Nee, Leute, das geht einfach nicht. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass damit diverse Innensenatoren einfach Wahlkampf betreiben. Dass gerade, ich sag mal jetzt, konservativen Parteien einen guten Eindruck erweckt, wenn man hart gegen dieses Gesindel vorgeht. Ne? Und dass dann so Leute wie Strobel oder der aussieht wie eine Eule, fand ich sehr witzig, Herbert Reul. Herbert Reul. Dass die halt, der sieht wirklich aus wie eine Eule. Ich habe mich so totgelacht, als Basti das gesagt hat. Ja, auf jeden Fall, dass die halt damit auch ganz einfach ihr Klientel bedienen wollen, nämlich genau dieses Law and Order denken und da auch ganz, ganz billigen Stimmenfang betreiben, halt auf Kosten von anderen Leuten. Ja, das glaube ich auch. Aber wie gesagt, es bezieht sich nur und ausschließlich auf Fußballspiele. Bei keinem anderen, bei keiner Demo. Ja, stimmt nicht. Friday for Futures Demos oder letzte Generation Demos, die auch noch. Ja, okay, ja, Lützerath, ja, okay. Ja, ja auch da. Ne? Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen tritt das nur bei diesen, und da ist das ja auch nur einmal jetzt gewesen, also da ist es ja relativ selten, aber beim Fußball hast du das dauernd. No? Weil du aber auch dieses ganze Thema wird von den Medien ja auch sehr einseitig beleuchtet. Also habt ihr in den wirklichen überregionalen Medien, hat es keiner mitbekommen, dass da ca. 500 Fans diese, ich sag, in einem Stehen, Tortur durchgemacht haben? Nein, du hast Fußballchaoten falsch ausgesprochen. Ja, oder Fußballchaoten. Genau. Also selbst das wird nicht thematisiert. Da wird nicht drüber gesprochen. Ich habe das hier nicht mitbekommen, weil ich hatte Besuch und wir haben das Spiel dann zu fünf geguckt. Aber haben das bei Sky irgendwie erwähnt, dass der Gästeblock nicht voll war? Nee, okay. Natürlich also nicht. Im Stadtanzeiger, im Spiegel und ich glaube im Kicker, da also stand nachher ein Artikel dazu, aber halt auch. Ja, aber das ist halt immer sehr, sehr eindeutig. Und wenn dann irgendwas anderes passiert, wie zum Beispiel diese Situation auf Schalke, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also ich nee, weiß. Erzähl mal bitte ich, kurz, ich weiß nicht. Ich weiß nur mit diesem Zusammenstoß mit den Essenern und so. Ja, das war doch morgens um 6, ne? Genau. Also die Schalker Ultras haben sich gestern Abend, Nacht in ihrem Treffpunkt getroffen. Nee, das war morgens, 6.20 Uhr vor Abfahrt zum Spiel. Genau. Also die haben sich getroffen, um von dort aus mit Bussen zusammen nach Berlin zu fahren. Heute. Ne? Also heute Morgen sozusagen oder in der ich weiß jetzt nicht, wie lange die da waren. Und auf jeden Fall gab es dann Übergriffe von, ich tue mich jetzt da sehr schwer mit, vermeintlich Dortmund und Essen Ultras, Hooligans, Ultras, wie auch immer. Also ich habe es gerade gelesen, die sind um 6.20 Uhr mit dem Bus losgefahren und die Busse wurden von anderen Fangruppierungen gestoppt, weil einer der Schwerverletzten ist ja der Busfahrer, ne? Genau. Ja, die haben die vor dem Eintritt in die Busse schon wohl abgefangen. Und da sind wohl, ne, also
vermeintlich Dortmund und Rot-Weiß Essen-Fans, die ja eine Fanfreundschaft auch irgendwie haben und ich sag mal mit vielleicht auch einfach den gemeinsamen Feind Schalke haben, sind da auf die losgerannt und dann gab es natürlich wie immer wilde Rennerei. Gibt's auch Videos im Netz. Da gab es 4 Schwerverletzte. Das wird natürlich wunderbar ausgeschlachtet. Und das findest du natürlich wieder überall. Aber ich find's halt, du kannst ja jedes Spiel gefühlt nehmen und da ist irgendwas mit Polizei und Anreise und da wirst du aus irgendwelchen Zügen geschmissen, nur weil du auch FC-Fan als Beispiel bist. Und ich finde es einfach nur traurig und ermüdend irgendwann. Ja, hatte ich auch schon mal vor ein paar Jahren auf Schalke, wo es nicht weiterging. Und da, es war auch irgendwie um die Karnevalszeit, meine ich auf jeden Fall, haben da irgendwie welche gehüpft und gesungen, von denen irgendwie Schalke wird nervös, wurde gesungen, gehüpft. Dann haben die Idioten einfach von 10 Metern aber erstmal Pfefferspray, kann man nie was mit verkehrt machen. Da denke ich mir so, Junge, ey, so ein paar Mädels mit roten Augen. Jetzt schreibt der Hans Ingo im Chat, ich lese mal vor, selbst wenn du als offensichtlicher Nicht-Ultra versuchst, mit der Polizei zu reden, keine Chance, absolut unkooperativ. Ich muss allerdings jetzt eine Einschränkung machen. Tatsächlich habe ich schon öfters mit denen geredet, nicht in Stuttgart, aber in Köln mal, wo ich nicht wusste, wo ich rum musste. Und ich glaube auch mal in Dortmund oder so, da waren die tatsächlich ganz nett. Aber wahrscheinlich war das die Ausnahme. Oder ich sehe einfach so verloren aus, dass sie gesagt haben, die arme Wurst, ey. Wollen wir nicht so sein, ne? Also ich kenne es tatsächlich auch anders. Ich kenne es tatsächlich auch so, dass wenn man da sagt, Mensch, hier, wo muss ich hier hin? Entweder kriegst du gar keine Antwort oder eine sehr patzige Antwort. Also auch das habe ich schon auch erlebt und das finde ich dann immer so sehr fragwürdig, weil ich mir immer denke so, ja krass, ich meine, in letzter Instanz zahle ich auch deren Gehalt mit, ne? Also ja, die werden aus Steuergeldern bezahlt. Und natürlich müssen die sich nicht jede Scheiße anhören. Ich möchte den Job auch nicht machen, aber auch da, es wird zu diesem Job keiner gezwungen. Ja, ich muss mal sagen, ich kenne ein paar aus der Szene, aus der Polizeiszene, ein paar Bekannte von mir, die da arbeiten. Und die eine hat auch nach relativ kurzer Zeit sofort eine andere Laufbahn eingeschlagen, um aus dieser Hundertschaft rauszukommen. Aber du wirst ja quasi am Anfang deiner Karriere, so habe ich das auf jeden Fall verstanden, wenn ich das falsch sage, dann behaupte ich absolut das Gegenteil. Aber so wie ich es verstanden habe, wirst du dann erstmal in diese Hundertschaften eingeteilt. Und wenn du da relativ jung bist, Neuanfänger, da wirst du jedes beschissene Wochenende zu irgendeinem Fußballspiel gekarrt und hängst darum, ob da was passiert. Und jedes Wochenende dann hängst du da und musst dich irgendwie von irgendwelchen, hast keine Ahnung, sitzt auf einmal in Köln, in Duisburg, in Hamburg, keine Ahnung, bist doch vielleicht gar nicht von da, ja, bist so und hängst da jedes Wochenende in irgendwelchen Unterkünften, Notunterkünften in Anführungszeichen, musst dabei, dass die Jungs dann auch mal einen Hals haben, das verstehe ich, und dass die schlechte Laune haben und dass sie sich nicht auskennen, auch keinen Bock haben, mir Assel dann da zu sagen, wie ich wohl zum Gästeblock in Schalke komme, alles okay. Finde ich nicht cool, aber ist vielleicht nicht deren Kernaufgabe da, aber diese völlig übertriebene Bewaffnung, und wir haben es vorhin auch schon mal gesagt, also ich warte auf den Tag, wo sowas mal schief geht, wo da mal einer die Nerven verliert oder einen dicken Max machen will oder sich da mal einen Schuss löst oder so, was ist denn dann los? Na, wir haben früher gesprochen, diese Vorfälle in Dortmund, wo hier der Junge da erschossen wurde, ja, bisschen anderes Setup, aber lass da mal irgend so einen besoffenen Hans-Peter eskalieren und da hat da einer von den Jungs hat da so ein Maschinengewehr locker sitzen. Will jetzt nicht sagen, dass da einer erschossen wird, aber ich finde das schon ein sehr ungutes Gefühl. Also sehr ungut. Ja, also es ist eine gute Einschränkung, die du gerade gemacht hast. Das mit Polizisten ist ja genauso wie mit Fußballfans. Da gibt es auch Vernünftige, genauso wie es da halt Vollidioten drunter gibt. Da darf man, glaube ich, auch nicht alle über einen Kamm scheren. Das Problem sitzt aus meiner Sicht ein paar Ebenen weiter oben und nicht unbedingt da unten auf den Wiesen dann oder auf den Pferden. Da sind auch welche drunter, die es, glaube ich, ganz cool finden, mal ein bisschen reinknüppeln zu dürfen in irgendwelche, vielleicht auch Fußballfans, die das auch vielleicht ganz geil finden, wenn sie wieder irgendwo anders reinknüppeln dürfen. Kann schon sein. Aber also ich sag mal so, ich habe auch schon vernünftige Polizisten kennengelernt, gar keine Frage, auch in Hundertschaften. Nee, das Problem ist für mich tatsächlich ein politisches und auch eins von einer sehr einseitigen Tendenz gerade in der Gesellschaft. Also es scheint vollkommen okay zu sein, irgendwelche 15-Jährigen für 30 Tage ohne einen konkreten Grund wegzusperren, während halt in anderen Teilen des Landes Montagsdemos fordern können, dass man Karl Lauterbach hinrichtet oder aufknüpft und da passiert gar nichts.
Ja, und das sind Tendenzen, die machen mir Sorgen, wenn ich auf dieses Land gerade gucke, ohne es jetzt dramatisieren zu wollen. Aber ist ja nur seit 3, 4, 5 Jahren sogar alles noch schlimmer geworden. Und ich finde, dass wir als Fußballfans, die ab und zu mal auswärts reisen, uns da gerade auf der falschen Seite dieser gesellschaftlichen Zweiteilung wiederfinden. Ja, und da habt ihr schon vollkommen recht, wenn man das zu sehr auf die Spitze treibt, eskaliert das irgendwann in die eine oder andere Richtung. Und ich glaube, das kann eigentlich weder ein Herr Reul noch ein Herr Strobel noch die jeweiligen Kapos der Ultras wollen. Also aus meiner Sicht jetzt als normal reisender Fußball-Auswärtsfans habe ich das Gefühl, liege ich vielleicht da falsch, dass die Gefahr auf einer Auswärtsreise, wenn man sich einigermaßen normal verhält, nicht unbedingt darin liegt, dass man mit irgendwelchen Gästefans aneinander gerät, das ist mir eigentlich auch fast noch nie passiert, sondern dass du irgendwo mit der Polizei aneinander gerätst und eingekesselt wirst und keine Ahnung, da irgendwie in so eine Gruppenhaft genommen wirst. Ne? Und nein, ich will das noch mal ganz klarstellen. Natürlich habe ich keine Sorge, dass irgendeiner von den Polizisten jetzt meint, er müsse mit der MG in Fußballfans schießen. Das meine ich nicht. Was ich meine, ist nur die Gefahr, dass es da mal einen Unfall gibt oder dass mal was passiert oder dass irgendwer falsch reagiert, ist halt da. Die ist halt, sind halt als Menschen, macht man halt einen Fehler. Ne? Und wenn du Pfefferspray dabei hast oder auf dem Pferd sitzt, dann ist der Fehler halt nicht so groß, als wenn du so ein Ding um den Hals hängen hast. Ne? Ja, und nochmal, ich habe das gerade schon mal angedeutet, wenn ich irgendwie kann, reise ich sowieso auswärts lieber in Zivil, also tatsächlich ohne Farben und gehe auch eigentlich lieber in so einen neutralen Bereich des Stadions als in den Auswärtsblock, weil ich habe das gerade schon gesagt, ich bin ein Mensch mit körperlicher Behinderung. Diejenigen, die mich schon mal getroffen haben, wissen, was Sache ist. Ich kann mich da auch nicht 3 Stunden in so einen scheiß Kessel da reinstellen und dann hinterher da rauskommen, ohne dass das diese 3 Stunden an mir irgendwie Spuren hinterlassen würden. Deswegen war ich auch sehr froh, dass ich in Stuttgart damals nicht in diesem Drehkreuzpulk da drin stand, weil ich hätte dann, also mir wäre es gegangen wie den beiden Mädels dann neben dir, Daniel. Zum Glück bin ich aber so spät gekommen, da waren die Tore alle schon offen. Ja, und das jo, ist dann halt einfach, irgendwie muss ich das anscheinend in Kauf nehmen, wenn ich jetzt dann auswärts reise in Farben und im Auswärtsblock, und das kann es halt einfach in einer ganz normalen Demokratie auch nicht sein, dass man so dermaßen marginalisiert wird, obwohl man damit nichts zu tun hat. Aber ich falle ja auch jede Woche auf die gleichen Dinger rein, ne? Ich twitter dann irgendwas und dann kommt wieder irgend so ein Typ, irgendwie folgt 34 Leuten, hat nicht einen einzigen Follower und schreibt irgendeinen Sermon unter meinen Kram. Und ich steige ja jedes Mal, denke ich mir so, Marco, lass es einfach sein. Ich müsste eigentlich auch in dieses Blockieren nicht anzeigen gehen. Ja, Reuls Schergen sind das. Und dann falle ich jedes Mal drauf rein. Und dann denke ich mir, ich habe nämlich heute drüber nachgedacht, man müsste mal gucken, wie viel zigtausend Zuschauer Woche für Woche in Bundesliga-Stadien sind. Und dann mal statistisch erheben, wie groß der Anteil ist von wirklichen, unfassbar schlimmen Straftaten. Und ich glaube, wenn wir in anderen Bereichen diese prozentualen Straftaten hätten, ich glaube, dann würde es uns allen in Deutschland sehr, 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 sehr gut gehen. Also ich wette, auf jeder Montagsdemo ist der Anteil der vorverurteilten, vorbestraften Menschen höher. Ja. Zum Beispiel, also ich find's halt krass, dass da auch so über einen Kamm geschoren wird und keine, Hans Ingo schreibt auch, ich würde mir da mehr Differenzierung wünschen. Und genau darum geht's mir. Also, dass es genug Leute gibt, die auch Bock haben auf Streit und Stress und Aggression. Ja, finde ich auch nicht geil, aber die hast du aber auch ja in der Fußgängerzone, ne? Also genau, oder auf dem Karneval oder so. Die hast du auch beim Handball vielleicht nicht explizit, aber auch bei anderen Sportarten. Also beim Eishockey Boxen. Hast du die auch. Oder genauso Boxveranstaltungen. Boxen für Leute anziehen. Also ich muss sagen, so Boxveranstaltungen, ich möchte nicht wissen, wie viele Jahre Strafvollzugsanstalten da manchmal sind. Aber ja, schwierig. Schwierig. Ja. So, ich würde das Segment jetzt gerne beenden mit einem Zitat von Felix Tamsud, weil Felix Tamsud immer sehr, sehr kluge Sachen sagt und ja auch ein gern gesehener Freund dieser Sendung hier ist. Er hat es auf Englisch getweetet, deswegen versuche ich es jetzt mal live zu übersetzen. Er hat geschrieben, kein Fan sollte bei der Ankunft in ein Stadion mit echten Waffen konfrontiert sein. Kein Fan verdient es, so behandelt zu werden, als sei er ein Krimineller, ohne dass konkreter Verdacht vorliegt. Und die Rechte von Fußballfans sind Bürgerrechte, und Autoritäten, also
zuständige Leute in Deutschland sollten sich entsprechend verhalten. Und das finde ich ein schönes Schlusswort für dieses Segment.